Wir fahren heute mit so einer Hebeldraisine. Ja. Und dann gibt es auch noch solche Fahrraddraisinen, da muss man eben treten wie ein Fahrrad, aber wir fahren mit so einer Hebeldraisine. Da muss man so einen Hebel oben drüber bewegen. Da musst du hier einsteigen. Das ist eine Hebeldraisine. Man drückt den Hebel hoch und runter, um sich vorzubewegen. Und das ist eine Fahrraddraisine. Sie funktioniert wie ein Fahrrad. Man dreht einfach in die Pedale, um vorzufahren. Das ist das Gelände der Sachsendraisine. Hier sieht man die Hütte, wo man bezahlt, und daneben die Draisine. Hier kann man vor oder nach der Draisinenfahrt ein Picknick machen. Autoparkplätze gibt es auch genug. Ich stelle jetzt die Fahrtrichtung um. Mal guck mal, was hier vor sind. Grünen Hebel um, ich ziehe den jetzt nach vorn. Und dann können wir wieder ein bisschen zurück. Soll ich euch mal was erzählen? Wenn wir ganz klug sind, haken wir uns dort ein und lassen uns ziehen. Das ist die Idee, ne? Gut. Das werden wir machen. Jetzt ist er nach vorn. Jetzt können wir die Fahrtrichtung. Haben wir bei euch.